Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen aus der Geisterjäger-Garage und damit zu Phasmophobia, einem neuen kleinen Let's Play, das ich mit euch gerne spielen möchte. Horrorbereich, Grusel, so ein bisschen in die Richtung oder ein bisschen mehr auch. In die Richtung, da haben wir ja erst ein Spiel zusammen gespielt, was so ein bisschen mehr in Richtung Horror und Grusel unterwegs war. Und jetzt hier, ja, Phasmophobia, ein echt tolles und interessantes Spiel. Und man muss schon fast sagen, im Grunde ein kleines Phänomen für so ein Early Access Spiel, so wie das auf YouTube und auf Twitch und überall rauf und runter gespielt wird. Deswegen bin ich mir auch sicher, ich muss zu dem Spiel, glaube ich, nicht mehr so viel sagen. Ich denke, jeder, der sich so ein bisschen für Horror- und Gruselspiele interessiert, hat von dem Spiel gehört oder spielt es wahrscheinlich schon selber. Ich habe auch schon ein bisschen reingespielt, weil ich nicht ganz sicher war, ob das was für uns ist, ob wir das so machen können, weil ich ja mir auch nicht ganz sicher war, wie gut das im Einzelspieler so funktioniert, weil der Fokus ja doch ein bisschen so auf das Gruppenspiel ist. Aber es geht auch ganz super im Einzelspielermodus, und im Einzelspielermodus ist es auf jeden Fall natürlich zackenknackiger und vor allem deutlich gruseliger. Genau das, was wir brauchen für die dunklen Herbstabende hier, ihr Lieben. Und ja, für alle, die vielleicht so gar keine Ahnung haben, was Phasmophobia ist, die es überhaupt noch nicht gehört haben. Es ist ein extrem gruseliger Basketball-Simulator, bei dem man hier in der Garage Körbe werfen muss. Mit alten Lederbällen aus vor dem Zweiten Weltkrieg. So. Zack, wenn man 20 hat, hat man das Spiel durch. Natürlich nicht, ihr lieben Leute. Phasmophobia ist, wie gesagt, ein Grusel- und Horrorspiel. Und zwar, ja, Geisterjäger. So ein bisschen à la Paranormal Activity, Conjuring, Haunted House, sowas in die Richtung. Also, ne, es gibt verschiedene Locations. Klassisch so ein bisschen auch. Natürlich gibt es Sachen dabei, wie so ein große alte Irrenanstalt, so ein Asylum oder so eine Heilanstalt halt. Eine Highschool, verschiedene kleinste Familien, Einfamilien- und Wohnhäuser, so amerikanischen Stil natürlich alles. Und ja, wie gesagt, da treten verschiedenste paranormale Phänomene auf und verschiedenste Geisterarten suchen diese Orte heim, und wir müssen als Geisterjäger mit unserer ganz tollen Geisterjägerausrüstung da vor Ort Beweise sammeln, um welchen Geist es sich handelt. Dabei natürlich am Leben bleiben, nach Möglichkeit. Und wenn wir das geschafft haben, dann verdienen wir pro Mission Geld und können uns noch bessere und mehr Geisterjägerausrüstung, bessere nicht, aber auf jeden Fall noch mehr Geisterjägerausrüstung mit der Zeit leisten. Ich habe schon ein bisschen gespielt, das heißt, ich kenne mich jetzt auf jeden Fall schon ein wenig aus. Was aber vielleicht gar nicht so schlecht ist, dann stolpern wir ja nicht ganz so ahnungslos durch die Gegend, weil gruselig und alles andere, da ändert sich überhaupt nichts dran. Und auch der Erfahrungswert, den ich habe, spiegelt nicht ganz meine Erfahrung wider, also das Level, was ich im Spiel hier habe. Denn ja, ich wurde auch, hatte auch das Glück, zweimal auf eine nette Gruppe zu treffen, wo ich dann nochmal im Gruppenspiel unterwegs war, die mich so ein bisschen mehr oder weniger durchgeschliffen haben, und dann gab es ganz gute Erfahrungspunkte, ihr Lieben. Allerdings muss ich auch sagen, für alle, die das wirklich nur im Gruppenspiel spielen wollen oder darauf schwer den Fokus legen und so denen so geht wie ich, die gar keine Freunde haben. Was, wer mir länger zuschaut, weiß ja schon, da, ne, ich, und so. Man kann hier ganz normal Random Groups finden, aber da kann es schon eine Weile dauern, bis man da, sag ich mal, eine Gruppe hat, wo es auch dann launig ist und gut läuft. Ich weiß nicht, also von über 40 oder 50 Versuchen sind vielleicht vier, war vielleicht viermal die Gruppe echt so einigermaßen nice, und die anderen Male konnte man gleich wieder im Grunde rausgehen nach 2 Minuten, weil die Leute da einfach das Gameplay nicht verstanden haben und einem auch die Runde versauen. Dadurch dann, das geht auch, man kann die Runden wirklich versauen, wenn man die ganze Zeit den Geist irgendwie triggert und wild macht und so, dann liegt man schneller, beißt man schneller ins Gras, als man gucken kann. Und deswegen, ja, also liebe Leute, wir werden uns auf den Weg machen, wir spielen das Spiel, auf geht's, spielen, wir spielen natürlich alleine, erstmal, zack. So, liebe Leute, da sind wir hier an der Seite, unsere Geisterjägerausrüstung, ganz klassisch, wie man das kennt, hier für elektromagnetische Felder, unsere einfache Taschenlampe, ein Fotoapparat, ein UV-Licht, eine Videokamera, eine Geisterbox, also hier zum Reinsprechen, ne? Voicebox einfach, und so ein Geisterbuch, so ein, ne, wo, da können Geister was reinschreiben. Machen aber auch nicht alle Geister, deswegen, das sind so Sachen, mit denen man halt anfängt, Beweise zu sammeln. Am Mikrofon vernünftig einstellen, hier kurz, Sekunde. Und so. Und hier haben wir dann noch weitere Ausrüstung, ne, die man halt dann
dazu bekommt mit der Zeit, und das sammelt sich auch an, weil wenn man verliert seine Ausrüstung nur während so eines Einsatzes, wenn man stirbt, ne? So, wir haben jetzt zum Beispiel, jetzt sehen wir schon, was wir alles mit haben. Wir haben von allem irgendwie eins mit. Ich packe von allem einfach nochmal eins dazu, was wir dabei haben. Wir nehmen Fotoapparat mit, wir nehmen, weil das ist wichtig für die Jagd, ne? Ihr Lieben, weil wir sind auch alleine unterwegs. Wir nehmen also, wobei Geisterbox und sowas brauchen wir nicht mehrfach. Wir nehmen alles mit, und wenn ich erkläre dann gleich noch ein bisschen dazu, wenn wir unterwegs sind auch. Ah, ich freue mich, Leute. Ich freue mich. Weil es auch echt, wie gesagt, das ist, alleine ist das echt schon so, im Koop hat das auch viel, kann das auch viel spaßige Momente haben, sage ich mal. Wenn man so ganz alleine unterwegs ist, ist es wirklich echt spooky. Und es, für die, die auch gar keine Ahnung wirklich haben, ist es so cool, dass also das Spiel interagiert mit unserem, mit meiner Stimme hier, also über das Mikrofon, In-Game Voice Chat, und so redet man auch mit den Geistern. Und das funktioniert auch. Man kann auch auf Deutsch sprechen, die Geister antworten zwar nur auf Englisch, aber die verstehen, wenn man sich eine Option einstellt, kann man, ich weiß gar nicht, man kann, glaube ich, jetzt schon 10 verschiedenen Sprachen mit den Geistern sprechen, und die antworten dann. Man kann auch in manchen Leveln zum Beispiel so ein Ouija-Board finden, das benutzen die dann auch, und diese Effekte sind einfach so gut gemacht, und auch wie die Geister aussehen, die haben die verschiedensten Erscheinungsformen, die Soundeffekte sind extrem gut, wenn man plötzlich aus dem Nichts irgendwo angeschrien wird, wenn die Lichter ausgehen, wenn Gegenstände durch die Gegend fliegen, also wirklich Paranormal Activity lässt grüßen, und Conjuring, und ja, es gibt verschiedenste Geister, bis hin zu ganz eklig gruseligen Kindergeistern, was so fies ist, und die dann teilweise da auf allen Vieren durch die Gänge kriechen, Lieder dabei summen, oder die verschiedensten, ach, ist einfach so gut, Leute, wir werden mal gucken. Es geht nicht in jedem, es geht nicht immer so furchtbar schlimm ab, man kann auch mal Glück haben, ne? Und so, wir schauen mal. Wir fangen erstmal ganz friedlich an mit irgendwas Kleinem. Da sieht man schon, wo man hin kann. Hier zum Beispiel Brownstone High School. Schwierigkeitsgrad fortgeschritten, empfohlene Teamgröße 3. Ne? Wir werden uns erstmal ein bisschen zurückhalten mit solchen Missionen, aber da gehen wir irgendwann auch ganz alleine rein, sage ich schon mal. So als Vorwarnung. Hier. Das ist doch schon heute noch nicht mal schlecht. Entweder ein Auftrag. Tanglewood Street House. Ein kleines Haus. Empfohlene Teamgröße 1. Schwierigkeitsgrad Profi. Ja. Das ist so eine Sache. Aber das machen wir trotzdem. So, ein kleines einstöckiges Haus mit 3 Schlafzimmern und einem Keller. Keller. Die Besitzerin hat rief heute Morgen an. Anhand dessen, was sie erzählte, hört, es ist ziemlich hell, ich kann es kaum lesen, hört es sich so an, als ob ein Geist diesen Ort heimsucht. Begeben Sie sich so schnell es geht vor Ort und sammeln Sie Beweise. Für das Geisterentfernungsteam. Ach, für das Geisterentfernungsteam. Okay. Wir haben mehr Infos für Sie nach Ihrer Ankunft. Ist ein bisschen hell hier, ich kann das fast nicht lesen. Ich muss auch die Helligkeit ein bisschen höher einstellen, weil das auf YouTube sonst so stockfinster ist, da seht ihr nichts. Also okay, eine Anruferin hat uns sich gemeldet bei unserer Flex Paranormal Fighters Geisterjäger Agentur, und wir sagen natürlich zu, Profi ist gut. Die Schwierigkeitsgrad bestimmt, ob der Geist einen von Anfang an töten kann oder nicht. Es gibt zum Beispiel am Anfang, wenn man Schwierigkeitsgrad Anfänger spielt, dann kann man sich in dem Haus oder in dem heimgesuchten Ort 5 Minuten aufhalten, ohne dass der Geist einen töten kann. Aber er kann einen in dem Moment trotzdem schon schocken und extrem Angst machen. Also der ist trotzdem schon da, aber man kann noch nicht getötet werden. Er kann einen noch nicht jagen. Und auch fortgeschritten hat man, glaube ich, noch 2 Minuten, die man sich in dem Haus bewegen kann, und der Geist kann einen noch nicht sofort von der ersten Minute an auch töten, wenn er möchte. Und auf Profi gibt es überhaupt keine Vorlaufzeit. Das heißt, von dem Moment, wo man den Fuß in das Haus setzt, kann der Geist einen prinzipiell potenziell sofort auch mit tödlichen Angriffen heimsuchen. Ansonsten geht das immer so ein bisschen, steigert sich das so ein bisschen. Und es hat auch ein bisschen was von Amnesia mit, oder von Don't Starve. Wir dürfen nicht in die Dunkelheit zu lange geraten, sonst lässt unsere geistige Gesundheit nach, und desto weniger geistige Gesundheit wir haben, also die kann auch auf Null fallen, dann sterben wir nicht. Wenn die geistige Gesundheit kann auch auf Null sein, aber halt desto niedriger die ist, desto mehr paranormale Phänomene sehen wir oder wirken auf uns, desto aktiver wird der Geist. So, wir gehen mal rein, und wir haben auch so ein tolles Geisterbuch, da gucken wir dann gleich rein, ihr Lieben. Da sieht man nämlich dann wirklich die einzelnen Beschreibungen der Geister. Das ist echt so cool gemacht. Natürlich nur für Leute, was die mit sowas was anfangen können, die so auf solche Filme und sowas, ne? Aber wie ihr seht, ich bin da schon voll dabei. Ich bin da schon voll dabei. Geisterjagd. Ja.
Vielleicht können wir dann ja mal gucken, ne? Also wie gesagt, vielleicht gibt es auch mal das ein oder andere Gruppenspiel, wenn ich mal eine nette Gruppe nochmal zusammenfinde auch. Oder vielleicht spielen wir ja auch mal eine Runde zusammen hier. Wer vielleicht hat einer von andere von euch da draußen das Spiel ja auch. Dann müssen wir mal schauen. Wobei ich leider auch sowas wie Teamspeak-Server und so alles gar nicht habe. Aber es gibt ja diesen, wir haben ja hier den In-Game-Voice-Chat, der funktioniert ja super, zum Beispiel bei dem Spiel. So, ihr Lieben, wir sind vor Ort. In unserem Geisterjäger-Truck. Draußen regnet es. Ich hoffe, das hört sich nicht an wie ein Rauschen, aber es ist der Regen draußen. Kriegen hier so ein paar Anweisungen. So. Okay, da kommt schon mal die Meldung, dass es ein Top-Geist ist. Große, schwere Kategorie. Berichte von Gewalt und alle sind in größter Eile geflohen. Wir nehmen uns erstmal den Haustürschlüssel mit. So Leute, und hier haben wir so eine Anzeige, so eine grundlegende Map, ein Grundriss von dem Haus. Hier haben wir, wenn wir Audiosensoren auslegen, dann kriegen wir Geräusche, also ne, falls wir welche haben. Hier kriegen wir die allgemeine Geisteraktivität, das schlägt dann hier aus, das ist gut. Und hier haben wir halt unsere geistige Gesundheit. Hier auf der kleinen Tafel haben wir Nebenziele. Das sind also nicht die Hauptmissionsziele. Die Hauptmissionsziele sind immer den Geist zu entdecken. Man muss immer drei Beweise finden, dann hat man sicher den Geist, wenn man drei verschiedene Beweise gefunden hat für einen Geist. Man kann aber auch nach zwei Beweisen manchmal ganz gut raten. So, jetzt kommen wir hier mal zu unserem tollen Geisterbuch, ne? Geister, das ist aber noch nicht der erste Geist, das ist nur das Vorwort sozusagen. Ein Geist ist die böse Seele einer toten Person, die sich von den Ängsten anderer Menschen ernährt. Sie wurde durch besonders grauenvolle oder plötzliche Tode erschaffen. Ja. Wenn sie gestört werden, können sie die ganze Nachbarschaft verwüsten und sind bekannt dafür, bis zu 1000 Jahre zu existieren. Dieses Journal wird sie lehren, was sie zum Überleben wissen sollten. Beweise für das Übernatürliche sind sehr gefragt, weshalb es sich zu einem guten Geschäft machen lässt. Geschäft machen lässt. Achso, Punkt. Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Geisterjagen ist aber sehr gefährlich. Es wird ihr Job sein, Orte zu begehen und so viele Beweise von übernatürlich zu sammeln wie möglich. Vergessen Sie nicht, es ist nicht mit der Dauer Ihres Aufenthalts zu übertreiben. Um herauszufinden, um welchen Geist es sich handelt, müssen Sie die Stärken und Schwächen jedes Geistes kennenlernen. So, des Jägers Verstand, da kommt's. In Ihren Ermittlungen gegen das Übernatürliche müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Verstand oben bleibt. Alle Arten von Geistern belasten unseren Verstand. Sie werden stärker, desto verrückter wir werden. Um Ihren Verstand oben zu halten, stellen Sie sicher, dass Sie sich in gut beleuchteten Orten aufhalten. Die Digitale über dem Monitor am Truck zeigt Ihnen, wie lange Sie Zeit haben, bevor der Geist wütend wird. Wir haben 0 Minuten. Nutzen Sie diese Zeit, um den Geist zu finden und um sich vorzubereiten. Wenn Ihr Verstand zu niedrig wird, ist es ratsam, die Mission abzubrechen. So. Tut mir leid fürs. Ich bin so aufgeregt. Vor allem müssen wir ja gleich mal rein, ne? Und hier kommen die einzelnen Geister. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt alle schon. Irgendwie müssen wir die jetzt einmal. Ach Leute, was machen wir jetzt? Wir können die ja nach und nach. Wir können ja erstmal. Ne, wir können erstmal gucken. Wir fangen jetzt an hier. Spirit gibt's. Ne? Der Spirit ist einer der gewöhnlichsten Geisterarten. Jedoch ist er sehr stark und gefährlich. Sie werden für gewöhnlich in einem Gebiet gefunden, in dem der Tod einer Person unaufgeklärt blieb. Stärken? Keine. Schwächen? Kann vorübergehend gestoppt werden, indem man den Geisterraum ausräuchert. Und jetzt kommen wir zu den Beweisen, die wir mit denen wir finden können. Geisterbox, Fingerabdrücke, Geisterbuch. So. Gespenst. Ein Gespenst ist einer der gefährlichsten Geister, die Sie finden werden. Er ist auch bekannt dafür, fliegen und durch Wände gehen zu können. Stärken. Ein Gespenst berührt nie den Boden, wodurch er nicht durch Fußabdrücke gefunden werden kann. Schwächen. Giftige Reaktion zu Salz. Beweise. Fingerabdrücke. Gefriertemperaturen. Geisterbox. Phantom. Ein Phantom ist ein Geist, der von den Lebenden Besitz ergreifen kann. Meistens beschworen durch das Ouija-Board. Verursacht Angst in den Menschen um ihn herum. Stärken. Senkt ihren Verstand stark, wenn sie das Phantom anschauen. Schwächen. Fotografieren sie das Phantom, verschwindet es temporär. Beweise. EMF-Ausschlag Level 5. Geisterorbs. Gefriertemperaturen. Poltergeist, der Klassiker. Einer der berühmtesten Geister. Ein Poltergeist ist bekannt als ein Wesen, das laut ist und Objekte um sich herum manipuliert, um seinen Opfern Angst einzujagen. Stärken. Ein Poltergeist kann viele Objekte auf einmal werfen. Schwächen. Ein Poltergeist ist in einem leeren Raum fast inaktiv. Beweise. Geisterbox, Fingerabdrücke, Geisterorb. Banshee. Cool. Die Banshee ist ein Jäger und wird alles attackieren. Es ist bekannt, seine Opfer zu stalken, bis es jemanden tötet. Stärken. Ein Banshee wird jeweils nur eine Person jagen.
Schwächen: Banshees fürchten das Kruzifix und sind weniger aggressiv in seinem Umkreis. Aha, Beweise: EMF Level 5, Fingerabdrücke und Gefriertemperaturen. Mir wird jetzt schon gerade kalt, Leute. Djinn: Ein Djinn ist ein territorialer Geist, der bei Bedrängnis angreift. Er ist ebenfalls bekannt dafür, sich mit hoher Geschwindigkeit zu bewegen. Stärken: Ein Djinn bewegt sich schneller, wenn sein Opfer weit weg ist. Oh. Schwächen: Dem Ort seinen Strom zu entziehen, hindert den Djinn am Nutzen seiner Fähigkeit. Okay, das ist interessant. Geisterbox, Geisterorb und Level 5. Eine Mare oder ein Meer. Nightmare. Eine Mare ist die Quelle von allem Albträumen. Sie wird bei Nacht am stärksten. Es wird erzählt, dass eine Mare den Verstand von Menschen kontrollieren kann. Stärken. Eine Mare ist hat eine erhöhte Chance anzugreifen, wenn sie sich im Dunkeln aufhalten. Schwächen. Schaltet man die Lichter um eine Mare ein, ist die Chance, angegriffen zu werden, eher gering. Beweise: Geisterbox, Geisterorb und Gefriertemperatur. Ein Revenant. Leute, es gibt ganz schön viele Geister, ne? Das ist so gut. Wir werden auch noch spielen. Ihr müsst ein bisschen, aber ich denke, das gehört mit dazu. Ist doch gut. Ich find's schön. So. Ein Revenant ist langsam, aber attackiert heftig und wahllos. Gerüchten zufolge ist ein Revenant schneller, wenn er jemanden jagt. Stärken: wird schneller, wenn er sein Opfer jagt. Schwächen: versteckt man sich vor dem Revenant, bewegt er sich sehr langsam. EMF Level 5, Fingerabdrücke, Geisterbuch. Die haben auch jeweils immer eine ganz individuelle Dreierkombination, sodass man nicht durcheinander kommen kann. Ne? Der Shade. Der Shade ist bekannt als ein schüchterner Geist. Wenn mehrere Menschen zusammen sind, werden alle paranormalen Aktivitäten gestoppt. Ach, ein schüchterner Geist. Guck mal. Stärken: schüchtern zu sein bedeutet, es wird schwerer, den Geist zu entdecken. Schwächen: der Geist wird nicht jagen, wenn mehrere Menschen zusammen sind. Beweise: EMF Level 5, Geisterorb und Geisterbuch. Ein Dämon. Jetzt wird's gefährlich. Ein Dämon ist mit einer der schlimmsten Geister, die man finden kann. Er ist bekannt dafür, ohne Sinn und Verstand anzugreifen. Stärken: Dämonen greifen viel öfter an als andere Geister. Schwächen: erfolgreiche Befragung des Ouija-Boards über den Dämon verringern nicht den Geisteszustand. Aha. Beweise: Geisterbox, Geisterbuch und Gefriertemperatur. Ein Yurei ist doch eigentlich ein japanischer Dämon. Oder, ach nee, Moment. Na, sowas ähnliches. Ein Yurei ist ein Hassgeist. Ein Yurei ist ein Geist, der aus Gründen des Hasses oder einer unerfüllten Rache in die physische Welt zurückkehrte. Stärken: Yureis haben einen stärkeren Einfluss auf den Geisteszustand von Menschen. Schwächen: wenn sie den Raum des Yurei ausräuchern, wird er für längere Zeit seine Bewegung einstellen. Beweise: Geisterorb, Geisterbuch und Gefriertemperatur. Oni: das sind Dämonen. Genau, das sind eigentlich japanische Dämonen. Oh wei, noch schlimmer. Oni sind Verwandte des Dämons und besitzen unglaubliche Stärke. Gerüchten zufolge sind sie aktiver in der Nähe ihres Opfers. Stärken: Onis bewegen Objekte mit großer Geschwindigkeit und sind aktiv, wenn Leute in der Nähe sind. Schwächen: durch ihre hohe Aktivitätsrate sind Onis leichter zu erkennen. Okay, EMF Level 5, Geisterbox, Geisterbuch. So, ihr Lieben, und hier hinten haben wir dann unsere Werkzeuge. Die erkläre ich aber während des Einsatzes jetzt. Wir gehen jetzt nämlich gleich rein. Hier haben wir dann die Beweise, die wir finden können. 3 Stück. So, hier haben wir unsere Ausrüstung, ihr Lieben. Ich kenne mich ja jetzt, wie gesagt, ich kenne mich ein bisschen aus. Wie kann ich ein bisschen was erzählen? Hier oben haben wir eine Geisterbox, ein Thermometer. Das sind unsere Sanity-Pillen, eine Videokamera, Salz, Kruzifix. Und wir gehen jetzt auch erstmal rein. So, wir nehmen mit, erstmal zum Start, eine Taschenlampe. Wir nehmen mit zum Start ein Thermometer. Und ich nehme mit zum Start eine Geisterbox. Und wir öffnen die Tür. Wir setzen auch eine Kopfkamera auf, wenn wir alleine sind. Das ist egal. So, wir haben den Schlüssel mitgenommen. Ich mache nochmal vielleicht einen leiser. Ich bin mir sicher, ob das nicht doch zu laut ist, dass ihr mich überhaupt richtig hören könnt. So, da sind wir. Wir nehmen ein Thermometer. So, als erstes, liebe Leute, Geister senken die Temperaturen. Ne? Jede Art von Geistern lässt die Raumtemperatur abfallen. Das heißt, wir suchen als erstes den Heim, versuchen als erstes einen Ort im Haus zu finden, der deutlich kälter ist als der Rest. Und was man auch ruhig machen kann, wenn man erstmal reinkommt, ist Licht an. Da kann man schon mal eine erste, meistens noch harmlose Reaktion provozieren, indem man ihn erstmal dazu bringt, das Licht auszuschalten oder es vielleicht sogar anzulassen. Ist so
der Sound gleich im Haus so schön ist. Oh. Okay. Da haben wir doch schon eine R. Guck mal hier, Leute. Da war er gerade an der Türklinke. Okay, wir haben einen kalten Raum. Oh, fuck. Oh, fuck, ist ein Kinderzimmer. Geil. Ich bin ja schon sowas von raus. Ja, 5 Grad. Spielt schon mit den Türen, der Kleine. Hoffentlich ist kein Kindergeist. Okay, Leute, wir haben einen kalten Raum. Das ist unser erstes Indiz. Oh. Der ist schon ganz schön aktiv. Wir sind kaum 2 Sekunden im Haus. Er macht schon Lichter aus, bewegt schon die Türen. Okay. Als erstes möchte ich jetzt gerne wissen, ob das ein Kind ist. Und überhaupt, ob auf die Geisterbox reagiert. Wir versuchen jetzt einen Beweis zu finden. Geisterbox. So, wir machen die jetzt an. Da muss ich den Ingame-Sound benutzen jetzt. So, den Chat. Bist du hier? Er hat sich sofort bewegt, aber hat nichts gesagt. Wie alt bist du? Nichts erkannt. Es muss aber nichts heißen. Oh, Leute, Gefriertemperaturen. Guck mal, der ist hier. Geh mal her. Heb das auf. Minus. Minus 2, minus 1 Grad, minus 2 Grad. Okay, alles klar. Heb die Box auf. Ausschalten erstmal kurz. Okay, raus hier. Raus, 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 raus hier. Er hat auch schon den Generator sogar abgeschaltet. Okay, wir haben einen Beweis, Leute. Das ist so gut. Krack, die Tür geht auf, ne? Das meine ich. Ah, herrlich. Das ist so schön, diese Paradieses. Das ist beim ersten Mal, da kam ich nur in so ein Haus rein, dann flog erstmal gleich irgendwie so eine Dose vom Tisch und so. Das ist gut, das ist gut. Okay, der war bis jetzt auf maximalstes Level, war er schon auf Aktivitätslevel 4. 87. Okay, wir tragen erstmal in unserem Geisterbuch ein Gefriertemperaturen. Einen Beweis haben wir. So. Ich würde gerne ein Kruzifix da reinschmeißen in den Raum, weil ich gleich schon den Verdacht habe, dass wir es hier mit dem Dämon zu tun haben, tatsächlich. Auch wenn er noch nicht auf die Geisterbox geantwortet hat, habe ich irgendwie so eine... Ich weiß auch nicht. Der ist schon sehr aktiv, finde ich. So. Dieser Licht können wir nicht mehr anmachen. Der hat den Generator ausgeschaltet. Den müssen wir dann erst wieder anschalten. Entweder ist der ist irgendwo hier im Haus. Wahrscheinlich ist der im Keller. So, der Teddybär saß doch vorher auch da auf dem Regal, ne? So, wir schmeißen den mal hier. Es ist auch immer noch kalt. Schon mal ein Kruzifix vor die Nase. Und legen ihm auch hier das Buch hin. So, okay, das haben wir schon mal. Wieder raus. Schnell raus, schnell raus, schnell raus. Weil desto länger man sich im Haus aufhält, desto aggressiver werden die mit der Zeit, die Geister. Und dann kann es sein, dass man wirklich nicht mehr rauskommt. Auf dem kurzen Stück nicht. Das ist so gut. Da willst du hier raus bis auf den Flur und dann knallt der von drinnen die Tür zu. Und dann gehen alle Lichter aus und alles fängt an zu flackern und man hört ein fieses Stöhnen oder so. Das ist... Guck mal, Leute, wir waren schon, haben nur einen Schritt da reingemacht, ne? Guck mal. Der ist schon, der wird schon leicht sauer. So. Oh, guck mal, wir müssen sogar den Geist mit einem Kruzifix daran hindern. Das ist sogar ein Nebenauftrag. Und wir haben einen Nebenauftrag schon erfüllt, indem wir einen Raum unter 10 Grad gefunden haben. So, wir nehmen uns eine UV-Lampe mit rein, ihr Lieben. Und wir nehmen uns Salz mit rein. Wir werden mal gucken. Wir streuen ein bisschen Salz aus, ob da Fußabdrücke drin zu sehen sind. Und mit der UV-Lampe kann man nach Fingerabdrücken der Geister suchen. Und der hat ja hier schon einiges bewegt. Trägt nicht zur Beruhigung bei. Müssen wir noch ein EMF übrigens auslegen, ganz wichtig, um den elektromagnetischen Ausschlag zu messen. Hier die Elektro-EMF, der verursacht. Ist immer noch eiskalt hier drin. Man hört es auch knarzen. Der hat aber auch hier hinten was bewegt. Wir müssen mal ein bisschen weiter rein ins Haus.
kann aber auch eine Weile dauern mit den Fingerabdrücken manchmal. Das kann alles eine Weile dauern, auch bis der auf eine Geisterbox antwortet und so. Bis jetzt sieht es aber nicht so aus, als wenn der hier irgendwo was angefasst hätte. Also jedenfalls so, dass wir es nachvollziehen können. Okay, keine Fingerabdrücke. Wir streuen Salz aus. Der bewegt sich auch, denke ich mal, hier. Wir legen hier ein bisschen an der Tür. Oh, er hat ins Buch geschrieben, Leute. Er hat ins Buch geschrieben. Da. Da, 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 da. Er hat irgendwas ins Buch geschrieben. Die, die. Okay, alles klar. Das ist ein Dämon. Die, 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 die. Stirb, 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 stirb. Raus hier. Okay, wir haben einen zweiten Beweis. Geisterbuch. Jetzt können wir schon mal was eingrenzen. Jurai. Oh Mann. Beides nicht gut. Aber was haben wir gerade über einen Jurai gelesen? Wir können den eventuell mit Räucherstäbchen dazu bringen, zu verschwinden, ne? Das machen wir mal. Das machen wir mal. Also wir schmeißen einmal kurz hier so ein EMF da rein. Nutzen zur Sicherheit. Ich weiß gar nicht, ob wir beim Jurai ein EMF brauchen. Da ist ein Fußabdruck, und zwar ein eindeutiger Fußabdruck. Das schlägt aber nicht aus, das EMF. Da haben wir eine Geisterbox, die benutzen wir dann auch gleich. Wir gucken kurz, was beim Jurai fehlt und was beim Dämon. Beim Dämon fehlt, glaube ich, die Geisterbox. Der müsste also Jurai. Jurai braucht Geisterorbs, sind so kleine Kugeln, wie so Glühwürmchen, die man im Raum finden kann. Und der Dämon muss auf die Geisterbox antworten. Okay, das heißt, wir müssen noch eine Kamera aufstellen. Wir sind schon so lange hier, ne? Der Geist ist schon so sauer, wenn wir da uns noch länger aufhalten. Okay, das heißt, wir brauchen so ein Stativ, Leute, und dann muss man so eine Kamera mitnehmen. Und damit können wir dann, wenn wir Glück haben, ach so, andersrum. Geh da drauf. So, jetzt. Dann haben wir eine Kamera mit Stativ. Ich habe so Muffen, dass wir da reingehen und der uns hinter uns die Tür zuknallt, ne? Okay, rein. Der war schon von Anfang an echt aktiv. Und wir müssen vor allem die Kamera hier hinten im Raum aufstellen, nicht, dass er uns gleich hier im Zimmer einsperrt. So. Noch einschalten. Okay, wieder raus. Wir testen noch einmal die Geisterbox. Wir sind so mutig. Wie alt bist du? Bist du hier? Der antwortet nicht, das ist ein Jurai. Schnell raus hier, schnell raus hier, schnell raus hier. Okay, Leute, ich glaube, das war... Lief aber ganz gut bis jetzt. Ich glaube, das war unsere erste kleine... Wenn das jetzt richtig... Wenn wir jetzt auf dem Ding Geisterorb sehen, Leute, haben wir tatsächlich eine kleine erste Geisterjagd erfolgreich abgeschlossen. So zum Einstieg. Das war sogar noch recht okay, recht friedlich. Hat nur ein paar Türen aufgemacht, ein bisschen geklappert. Komm schon, bitte. Da ist was geflogen. Habt ihr das gesehen? Ganz schnell. Ganz schnell ist was durchs Bild gesaust. Das beruhigt mich, weil ich... Da nochmal. Weil ich wollte ungern nochmal reingehen und ihn nochmal ansprechen jetzt. Moment, wir müssen ein Foto vom Geist machen als Zusatzaufgabe. Autsch. Okay, das versuchen wir noch, Leute. Komm, habe ich keinen Platz mehr frei? Achso, ich habe eine Fingerabdrucklampe dabei, die brauchen wir nicht. Ich will Kruzifix mitnehmen. Der ist übrigens da in dem Raum, ist sein Hauptaktiv. Der bewegt sich im ganzen Haus, also wir können ihn auch überall im Haus treffen. Ne?
ab und zu, es gibt auch oft an solchen Orten so einen noch Knochenbeweis zu finden. Oh Leute, müssen uns auf jeden Fall noch umschauen. Wir müssen die gleich noch mal ansprechen. Was haben wir denn hier? Komm mit. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Ganz für so eine Sekunde. Da ist er. Foto. Habt ihr ihn gesehen? Da auf dem Foto, den Schatten, die Schattengestalt. Dämon. Er hat sich gezeigt. Das war aber kein Angriff. Ne? Und das Geräusch dazu. In der Garage. Wie gesagt, die können sich im ganzen Haus bewegen und überall können die einen angreifen. Es gibt nur einen Ort, wo quasi so ein Geist seine stärkste Aktivität hat, wo man am besten die Beweise sammeln kann. Ne? Das war das Kinderzimmer. Aber er sieht groß aus. Es ist kein Kinderdämon und er hat kein Kinder-Jurai. Fies, ne? Guckt ihn euch an, Leute. Okay, wir haben ihn auf Bild gebannt. Oh, wow. Guckt euch das an. Wir hatten ihn kurz auf 10. Schön, dass wir wieder raus sind. 58. Hindern Sie den Geist und ein Kruzifix. Das hätten wir jetzt noch machen können. Wir hätten ihn dann noch das Kruzifix vor die Füße schmeißen können, eventuell. Aber das ist eine Nebenmission, die optional. Das ist, ne? Wir fahren nach Hause. Tschüss. Wir stellen noch ein hinten im Buch. Habe ich schon gemacht. Jurai. Ah, nein. Scheiße. Ah, ich Esel. Oh Gott. Ah, ich bin so doof. Ah, oh, schlimm. Geisterorbs, Jurai. Oh Gott. Panik. In der ersten Mission Panik. Trotzdem volles Geld verdient. $120. Ja, wir hätten, glaube ich, 160 verdient können, wenn wir den Geist erraten hätten jetzt noch. Aber Fotos. Wir haben nicht so viel Erfahrung. Ja, ach nee, fürs Geist erraten gibt es Erfahrungspunkte. Okay, halb so schlimm. Halb so schlimm. Oh Gott. Kann passieren, Leute. Ich bin auch. Ja, Panik. Panik zum Ende, obwohl wir alles richtig gemacht haben. Okay, ihr Lieben, das war ein erster kleiner Eindruck, ein erster kleiner Ausflug in die Welt von Phasmophobia. Wir haben fieses Geisterfoto gemacht, hatten es in unserem ersten Haus mit einem Profi-Jurai zu tun, der uns aber ganz gut noch in Ruhe gelassen hat. Hatten wir Glück. Und ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Wir werden auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall jetzt zum Start erstmal auf mehrere Folgen offen. Deswegen könnt ihr erstmal 3 Folgen nacheinander euch anschauen, denke ich so 2 oder 3. Und dann könnt ihr entscheiden, ob wir das weitermachen oder nicht. Ich würde mich riesig, riesig drüber freuen. Und allgemein so bei neuen Starts natürlich freue ich mich immer ganz, ganz besonders über euer Feedback, eure Meinung, ob wir das weiterspielen wollen für die dunklen kleinen Herbstabende, so ein bisschen Geisterjagen zusammen. Ich habe auf jeden Fall richtig Lust drauf. Mir macht das einen riesen, riesen Spaß. Und wie gesagt, es kann mal so wie jetzt so halb gruselig. Es geht noch. Und es kann so viel schlimmer sein als das. Ah, Leute, also macht euch auch noch einiges gefasst, ihr Lieben. Ich sage wie immer vielen, vielen, vielen ganz besonders. Vielen Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, lasst gerne auch zu der Folge natürlich schon Feedback da, wenn noch weitere erstmal kommen. Und ja, wenn ihr auch in Zukunft natürlich gerne mehr Let's Plays und mehr Projekte im Allgemeinen sehen wollt, dann lasst doch ein Abo da. Ich würde mich darüber am allermeisten freuen. Und wie immer, ihr Lieben, sonst kann ich nur sagen, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.